Hallo und herzlich willkommen zurück bei Famers Live auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und wir beginnen sofort das Spiel und machen sofort uns ans Werk. Und zwar haben wir jetzt den Winterbereich wieder mal und wir müssen ein bisschen mehr Holz sammeln. Ja, was macht uns stolz? Natürlich unser Holz. Aber nur im Spiel. So, wir warten mal, bis er fertig ist mit Laden. Und dann müssen wir noch ein bisschen weiter sammeln. Holzmäßig. Ne? Holztechnisch, wassertechnisch haben wir mehr als genug. Nur noch ein paar Mäsche machen, ne? Und mehr Alkohol herstellen lassen. Alkohol. Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab's versucht, aber es ging nicht gut. Okay, genug geplavert. Wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Wir brauchen ein bisschen mehr Huhn. Für Essen, Essen, Essen. Hühnchen, Essen, Essen. Oder ich schlachte einfach das Schwein ab und dann ist schick. Oh, wir haben ein paar Eier. Oh, wir haben wohl doch geschlafen. Das ist gut. So, die Eier bringe ich mal schnell rein. Die koche ich dann später mit euch. Erstmal hier reinbringen, weil Essen haben wir erstmal ein bisschen, ne? Das reicht ja völlig aus. Und ein bisschen was schlürfen hier, Wasser schlürfen. Lecker, Wasser. Wenn Winter vorbei ist, dann geht es auch wieder mit den Bienen los. Aber momentan machen die Winterschlaf, genau. Ich würde so gerne so einige Dinge hier auf dem Hof gerne abreißen. Ich würde gerne hier was Neues draufbauen und bla und bi und blub. Aber es geht nicht ohne Maus nichts los. Es ist einfach nur... Ich kann nicht mal das hier abreißen. Oder kann man das... Kann man vielleicht... Ich muss das selber wissen, ne? Also ich muss selbst herausfinden. Hier, wir haben so viele Brecheisen. Komm. Nur eins davon. Ich muss das wissen. Kann ich damit die Zäune abreißen? Warum geht das nicht? Muss ich das anders machen? Vielleicht damit hier. Ja, das geht. Zerstören. Da kriegen wir Holz. Ja, geil. Oh, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Aber niemals, unter keinen Umständen jetzt, ihr wisst schon damit was machen. Ich werde das, also die Bretter meine ich, nicht das, die Bretter dahin packen. Genau, so. Die werde ich hier stapeln. Heb mal hoch. Ein bisschen weiter hier. So. Dann sind nicht allzu im Weg. Aber gut, dass es geht. Es geht. Man kann alte Sachen abreißen. Boah. Nice. Sehr gut. Okay, dann werde ich hier mal ein bisschen was machen. Erstmal hier wieder, ne? Zack. Und werde ich aber nicht verkaufen, ne? Die Bretter behalte ich. Da ist noch ein bisschen was. Zum Wegräumen. Yep. Haben wir noch mehr was zum Wegräumen? Wie zum Beispiel das hier. Nein, geht nicht. Okay, die Zäune bleiben stehen, die vornherein schon hier waren. Die Leiter kann man leider nicht wegräumen. Kann man das Haus abreißen? Nee. Kann man den Kompost abreißen? Nee. Kann man das hier alles abreißen? Nee. Überhaupt nicht. Ich würde es gerne probieren, aber ich traue mir nicht. Ich würde gerne so einige Dinge abreißen. Zum Beispiel alles neu setzen, alles neu bauen, alles schick machen, bla bla bla, ne? Aber... Kann man das zerstören? Nee. Schade. Das hier geht, ne? Kriegen wir Bretter.
Das hier weiß ich nicht, ob es geht. Ich glaube nicht. Das hier kann man auch abreißen. Ah, also zerstören. Aber dann habe ich hier das hier nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das kann ich auch nicht woanders machen. Okay, gut. Naja, gut. Die Zäune, die mir die ganze Zeit immer gestört haben, die sind endlich weg. Gott sei Dank. Ja. Nice. Super, super du. Ist das da eine Krähe? Krähe, sisch ab. So. So. Ja, wie gesagt, wir brauchen Holz. Ich schau mal, ob ich irgendwo hier noch ein Bäumchen holen kann. Und das Spiel sagt, nö, ab hier ist Feierabend. Die Holzstämme müsste ich auch noch wegräumen. Geht das? Ja. Geht das? Ja, geht. Das hier auch noch? Ja, hier, Stöcker. Sehr gut. Ja. Muss ja auch irgendwie ein bisschen überleben, ne? Also. Da müssen wir Hühner haben und. Letzten brauchen wir nicht unbedingt. Das sind da keine echten Lebewesen. Gott sei Dank. Ne? Ah, okay, das geht. Das habe ich auch schon angeklickt. Das hier. Ah, okay, geht auch noch. Super. Da sind wir nicht allzu arm dran. Ne? Gut. Dann räume ich das hier mal weg. Diesen Stämmelchen. Wie lange dauert das, bis es von der Natur aus neu ranwächst? Ich weiß es nicht. Also, ich vermute mal, das dauert hier mehrere von Jahren. Holzmangel ist hier sowieso. So. Danach müsste ja neue Stöcker rumliegen. Erstmal hier alles weg. So. So. Stämme kann man ja immer noch wegräumen. Erstmal hier, ne, Stöcker einsammeln. Die ganzen Stöckerchen. Genau. Wir brauchen ja jeden Zippelchen. So. Gib mir deinen Stock. Oh, Stock. Gib sie mir. Komm. Gib mir. Oh, böser Baum. Böser Baumstamm. Der hebt mir den Stöckchen nicht. Gib mir Stöckchen. Us. Dankeschön. Endlich. Ich habe Stöckchen. Gut. Erstmal die ganzen Stöcke einsammeln von dem Baum. Jetzt gehen wir zum nächsten Baum. Hauen auch die ganzen Blätter runter. Und dann können wir wieder Stöcke einsammeln. Yes. Das ist doch mal ein Plan, oder? Das sind aber die zwei letzten Bäume. Leider. Zwei letzten Bäume. Mehr ist hier leider nicht. Okay, geht nicht. Stöckchen. Mhm. Sieht gut aus. Also für Fleisch jagen müssen wir Tiere schießen, ne? Also richtig schießen. Das wird keine leichte Aufgabe sein für mich. Um die Tiere zu treffen, wäre ein richtiges Zielfernrohr ganz gut. Oder noch besser Pfeil im Bogen. Das wäre mega. Dann treffe ich auch was. Komischerweise. Dann treffe ich auch was. Okay. Wie viel haben wir? 77.
Wir haben uns 77 Mal gebückt. Nicht schlecht. Ja, 10 Minuten hier wieder, ne, am Start. Und dann mache ich wieder sowas, ne? Ja, sorry. Aber ist halt ein Spiel, wo man halt, ne, sammeln muss, um vorwärts zu kommen. Ist halt so. Das kann ich ohne ändern. Aber da passt nichts mehr rein, ne? Dann, ach, hätte ich doch bloß das Fahrrad mitgenommen. Dann wäre ich schnell zurück und dann wieder hier. Okay, ich sollte mich mal vielleicht dran gewöhnen, auch mal auf dem Hof nach Stecker zu suchen. 2, 3 Hühner haben wir noch. Okay. Ja, das ist ja gut, ne? 2, 3 Hühner noch haben? Ja. Super. Okay, dann mal Holz hier rein. Oh ja, sieht gut aus. Hä, wieso habe ich hier Bretter noch in der Tasche? Okay, mal die Bretter hier hin stapeln. Zack, 15. So. Fahrrad benutzen und dann fahren wir mit dem Fahrrad darum. Hallöchen, ich jage dich, ich jage dich. Ja, Flauschi, dich jage ich auch. Verschwinde jetzt hier von meinem Haus. So, weiter geht's im Text. Holz, Holz, Holz. Holzi, 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 Holz. Mein Gott. Klick, 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 klick. Mehr kann er nicht reinquetschen. Dann fahren wir weiter. So. Ist das sein Ernst? Jetzt kann ich auch nicht schnell fahren, oder wie? Doch. Guck mal. Ich komme bloß nicht schnell zurück. Ah, guck mal, das ist doch viel angenehm. Das ist richtig angenehm. Ich scheuche den Flauschi so durch die Gegend damit, ne? Das ist super. Am besten mit dem Fahrrad direkt reinfahren. Ins Häuseli. Aber nö. Wir schleichen jetzt da rein. So. Nein, das war falsch. Holz muss hier rein. Machen wir die Hälfte davon da rein. Und die andere Hälfte hier rein. So. Flasche nehmen. Jetzt haben wir schon dreimal mit. Honig Maische brauchen wir erstmal ja nicht mehr herstellen. Das reicht erstmal. Wir sammeln noch den Rest vom Holz ein. Du. Wie gesagt, Holz fehlt hier mangelhaft. Also muss ich auch irgendwie langsam zusehen, dass ich mehr Geld mache irgendwie. Ohne dafür so viel Holz zu verbrauchen, ne? So, abgekloppt. Mal schnell die Straße frei räumen. Aber ich glaube nicht, dass hier NPCs rumfahren. Das bezweifle ich ganz stark. Dass das Spiel so realistisch ist, dass die NPCs hier rumeiern. Also wie gesagt, die Stadt ist sowieso klein und kaum besucht. Ist halt Farmers Life, ne? Also... Oh, da geht nichts mehr rein. Okay. Dann düsen wir wieder zurück. Kurz rückwärts. Was war das denn?
Wir machen den Bildschirm hier Macken, ne? Zweiter Bildschirm macht Macken. Oder zeigt Macken. Ich weiß es nicht. So, stopp. Absteigen und wieder aufteilen. Hui. 16, dann machen wir 8. Und 8 dorthin. Also, desto mehr von den Destillierern man hat, desto mehr kann man brauen. Aber das kommt alles nach und später. So, das letzte Holzkloppel holen. Kloppel. Und dann ist schick, ne? Mehr Holz haben wir da nicht. Müssen wir dann irgendwie klarkommen. Und irgendwie muss ich auch zusehen, dass ich irgendwie mehr Geld mache, ne? Oberste Priorität, mehr Geld. Am Anfang hat er Geld gemacht, nicht nur das Alkohol, sondern wie heißt das? Mit den Dingen da. Mit den Holzbrettern. Also ich Holz gesammelt und daraus Bretter gesammelt. Weil ich dachte, Bäume ist unendlich. Man kann unendlich Bäume, aber irgendwie ist es doch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich echt schade, ja. Dass es nicht so ist. Somit muss man ganz stark überlegen, wie es jetzt hier nun weitergeht. Wir haben 17.35 Uhr. Gut, die 11 mache ich jetzt hier komplett da rein. Das hier sieht generell ganz gut aus. Ja, da lege ich mich erstmal hin. So. Müssen wir irgendwie, ne, weiter produzieren lassen. Kasimir träumt von Hühnern. Mhm. Der muss ja schöne Träume haben. Ich in dem Sinne, nö. Ich träume doch nicht von Hühnern. Hallo? Was ist das denn? Achso. Einfach nur Kacktasse. Sag mal, kann man hier drinnen vielleicht auch was machen? Abreißen, neu einrichten, das wäre toll. Nee, geht nicht. Abbrechen. Tiere werden bald sterben. Neue Verträge. Was für Verträge? Oh, ich bin so doof. Oh nein, ich bin so doof. Jetzt ist das ganze Holz weg. Und ich habe nicht gespeichert. Shit. Ach Mann, ey. Fix diesen Bug, das ist doch scheiße. Ja, toll. Ich kann nicht mal Holz hier rausnehmen. Das ist genauso bescheuert. Oh Mann. Oh. Also ein paar Stündchen hinlegen. Im Spiel meine ich ja, ne? Also. Das ist doch blöd. Dadurch verliert man doch Holz. Man kann doch nicht mal aus dem Ofen das Holz rausholen. Das ist genauso doof. Das ist... Mann. Warum ist das so? Das ist doch kacke. Kann ich wenigstens das hier nehmen zum Verbrennen? Geht das? Nur ein paar raus. Ich nehme zum Beispiel 10 Stück raus. Zum Beispiel, ne? 10 Stück. So, geht zum Ofen. Ne, nicht oben. Hier. Nee, geht nicht.
Ja, wow. Nicht mal die Bretter sind ganz gut. Oh, das ist doch. Oh, das regt dann auf. Okay, pass auf. Ich verkaufe erstmal, ne, ein bisschen Meth. Habe ich noch anderes Alkohol-Schnickschnack hier drin? Noch mehr Meth habe ich hier nicht. Okay. Ah, super. Am besten, ich mache die Aufgaben von den Leuten und dann ist schick. Ach so, bevor ich. Genau, erstmal was essen. Was trinken. Oh Mann, ey. Oh, kann ich diese Karre loswerden? Diese komische Schubkarre da. Geht das? Hallo? Hallo. Okay, geht nicht. Schade, Schubkarre bleibt wohl für immer da stehen. Okay, ich gehe erstmal zum Markt. Was 100% ne, läuft. So, verkaufe Alk. Schmeiß erstmal Fahrrad um, weil ich es kann. Hallo, da handeln wir mal eine Runde. Ne? Hier, viermal das. 320. Super, Dankeschön. Mal gucken, vielleicht hat er ja Holzscheiteln zum Verbrennen. Hat er nicht. Hat der Typ hier Holzscheiteln? Sag mal, Brennholz habt ihr nicht? Was ist denn hier kaputt? Wozu verkaufe ich denn hier alles? Was hat der denn da? Zocken kann jeder. Es kann wirklich jeder, aber nicht jeder sollte es. Was? Jeder sollte. Es ist gut, dass man mit Alkohol das zusehende Publikum vergessen kann. Oh Gott. So ein Müll. Okay, keiner hat Verbrennungsholz. Was ist denn hier kaputt? Schaf und Ziege könnte man, ne? Milch und so ein Kram, aber. Ah, kein Verbrennungsholz hier. Niemand verkauft Verbrennungsholz. Sie auch nicht. Okay. Muss ich jetzt mal gucken, wer Verbrennungsholz verkauft. Oder allgemein Holz. Bestimmt beim Sägewerk. 100 Pro. Ich reise mal hin und schau mal nach. Man kann ja nichts weiter als hinten rumreisen, nachschauen und bla. Und dann will ich nicht wissen, wie teuer der Scheiß ist. Hallo. Das war mir sowas von klar, ne? Baumstümpfe kosten natürlich mehr. Sorry. Oh, Schrott kann man von denen auch abkaufen, aber wir kriegen hier mehr als genug an Schrott. Flaschen kann man von denen auch abkaufen. Ja, okay. Wie teuer ist denn 100 Stück? 50. 500 sogar. Ach du Schelle. Na, ob sich das noch rentiert sich. Ja, klar. Ah, ich trage zu viel. Na, super. Jetzt muss ich selber dahin reisen. Oh, ich hoffe, das Fahrrad ist nicht allzu schlimm, dahin zu kommen. Aber für 100 Dinger da ist es mir wert. Wow. Ich glaube, mit dem Träger wäre noch schneller. Naja, dann werde ich mal diese Folge mit euch in Ruhe und gemütlich mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Und ja, mal gucken, wann wir da sind.
Dauert bestimmt nicht lange. Guck mal, geht schon bergab. Und bei bergab wissen wir alle ganz genau, da geht's schneller. Yes. Ja, also ich finde es schade, wenn man dieses Teil da aufhebt, ne? Diesen Brenner. Dass auf einmal Wasser und Brennholz verliert. So wie Meische. Das ist mega, mega mies. Ganz ehrlich, liebe Entwickler, fixt es bitte. Bitte. Ich bettel sogar. Aber ihr guckt sowieso mich nicht an. Ich weiß es ganz genau. Ihr guckt nur die großen Creators an. Huch. Wir waren gerade ruckelt. Ich als kleiner Creator kann da eh nichts viel sagen. Ihr guckt sowieso nur die Großen und nicht nur die Kleinen. Also so gut wie gar nicht die Kleinen. Die Großen sind viel interessanter als mich. Bitte fixen. Ja, das Verlierer fixen. Bitte. Das ist mega mies, wenn dadurch nur durch Aufheben, dass man die Sachen verliert. Das ist mega, 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 mega mies. Und kostet unnötig an Ressourcen. So, müsste richtig sein? Ist doch meins hier, ne? Ja, doch, doch, ist meins. Ja. Komm. Drück doch mal auf die Tube hier. Ich weiß, so viel tragen ist blöd, aber drück doch mal ein bisschen hier auf die Tube. Komm. Ich hätte den Hänger behalten sollen. Wir sind gleich da. Noch ein Stückchen. Komm. Noch ein Stückchen. Ja, wir sind da. Absteigen. Drehen. Und jetzt hier noch diese... paar dritte Schritte da reingehen und Spaß haben mit den Destillen. Wie kommt der Eimer dahin? Warte mal. Zack. Bam. Oh, Gott sei Dank. Ach so, ist mein Eimer. Ah, ich dachte schon. Ich dachte, beim Aufheben hat man was verloren. Er hat man was fallen lassen oder so. So, jetzt brauchen wir noch Wasser. Ah, wieder Wasser. Mir ist so kalt. Brrr. Mir ist es egal. Brrr. Ich mache gleich an. Warte, ich mache gleich an. Ja. Einmal anmachen. Einmal entzünden. So schön. Super. Jetzt läuft der Destillierer erstmal weiter. Nur nicht mehr aufheben, bitte. Oh Gott. Aber Wasser reicht hinten und vorne nicht, also muss ich noch ein bisschen mehr Wasser holen. So, und wir beenden dann mal hiermit, somit die Folge. Total sinnlos, aber was soll man machen? Wir müssen uns langsam vorantasten. Voranarbeiten. Auch mehr Geld irgendwie ranschaffen. Keine Ahnung. Vielleicht durch Schrott. Ich weiß nicht, ob das Schrott hier immer wieder kommt. Oder... keine Ahnung. So. Ich bin auch gleich verflucht. So, dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr Tipps habt, wie man hier am schnellsten und am besten Geld machen kann, bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr großzügig von euch. Würde mich auch weiter voranbringen. Und ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Pammers live morgens um 8 Uhr auf meinen Kanal zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen. Ciao mit V.
Tschüss.